Was ist die Drangsalszeit? Wir leben jetzt in der heilsgeschichtlichen Epoche der Christenheit, die seit 2000 Jahren andauert, seit Pfingsten. Und jede Epoche, heilsgeschichtliche Epoche, endet mit Gericht. Und auch diese Epoche wird mit Gericht enden, quasi mit einem reinigenden Gericht Gottes über diese Welt. Und das ist die sogenannte Drangsalszeit, die 7 Jahre andauern wird. Aber davor werden die wiedergeborenen Christen entrückt werden. Dieses Gericht Gottes, das sich über 3 Gerichtsserien erstrecken wird, ist aber der sekundäre Aspekt dieser Drangsalszeit. Der Hauptaspekt, der heilsgeschichtliche Hauptaspekt ist, dass endlich die Juden auch Jesus Christus annehmen werden als ihren Messias. Das ist der heilsgeschichtliche Hauptaspekt dieser Zeit, denn in dieser Zeit will Gott primär mit den Juden endlich heilsgeschichtlich ans Ziel kommen, denn die Juden verwerfen ja, lehnen ja Jesus Christus seit 2000 Jahren Jesus Christus ab als ihren Messias, aber Gott will mit ihnen ans Ziel kommen, deshalb wird ein neues Evangelium verkündigt werden in diesen 7 Jahren, das sogenannte Evangelium des Reiches, beziehungsweise das ewige Evangelium, und tatsächlich werden viele Juden dann Jesus Christus erkennen als ihren Messias, werden an ihn glauben und ihn annehmen, aber dann auch verfolgt werden und auch viele als Märtyrer sterben. Aber das ist der Kern dieser Drangsalszeit, und der Begriff der Heiligen, der in der Offenbarung oft genannt wird, bezieht sich genau auf diese gläubig werdenden Juden, auch Menschen aus den Nationen, aber primär Juden. Und der Begriff bezieht sich eben nicht auf die wiedergeborenen Christen, denn diese sind ja schon längst als wahre Braut Christi entrückt. Nun, der Teufel, Satan, wird das nicht tatenlos mit anschauen. Er wird den Juden einen Gegenchristus anbieten, einen Antichrist, der versucht, die Juden wieder abzulenken von Jesus Christus als den wahren Messias. Und tatsächlich werden viele Juden diesen Antichrist folgen und ihn annehmen. Deshalb wird der Antichrist auch ein Jude sein, das sagt die Bibel ganz klar, um eben explizit die Juden als Volk Gottes für die Erde zu verführen. Er wird nur sekundär die Nationen verführen. Primär ist der Antichrist da, um speziell die Juden zu verführen. Und Bibelausleger machen den großen Fehler, dass sie den Begriff der Heiligen auf die wiedergeborenen Christen beziehen, die aber schon längst entrückt sein werden. Und er wird die zerstreuten Juden sammeln in den 7 Jahren. Sie werden Christus annehmen, und am Ende dieser 7 Jahre wird Christus wiederkommen auf die Erde und diese gläubigen Juden in Empfang nehmen und ins 1000-jährige Reich überführen.